So, dann habe ich Flachstahl, den habe ich dann auf Länge abgesägt. Da sind meine Platten, die habe ich schon gebohrt. Das sind die Befestigungsplatten am Boden. Und jetzt gehen wir mal hinter in die Halle. So, das sind die Stützen. Dann ist mein Träger. Das kommt auf die ganze Länge Hände hin. Da wo der Betonring ist, also der mittlere, da kommt jetzt noch eine Abtrennung rein. Möchte ich mir machen, dass ich die Höhe ausnutze, weil das sind 6,70 Meter Höhe, also das heißt irgendwas, die Hälfte wäre 3 Meter, dann kann ich das ausnutzen, nur mal als Lagerfläche. Und das soll bis zur Säule ungefähr nach vorne kommen, also die rechte Säule. Und das sind jetzt meine Fußstütze, die Platte habe ich schon gezeugt. Die kommen nachher unter dran als Festigung. Jetzt, das sind meine untere Platte. Hier. Und das sind jetzt die Füße von den Trägern, die will ich wahrscheinlich heute mal anpassen und mal die erste hinschweißen. Das Problem ist jetzt bei mir in der Halle ein bisschen, ich habe eigentlich wollte ich 4 Stützen machen, aber vorne wird es mich stören, da, ne? Da wo der Fleck am Boden ist, weil ich ja hier nur wenden muss mit den Fahrzeugen ein bisschen, also ein bisschen flexibler sein kann. Es kommt vorne nur alle Stützen rein, also vorne kommen alles 2, 3 und Hände kommen dann 4, dass das einfach flexibler bin. Hände kann ich in der Mitte rein tun, weil da ist schon mal Fluchttür. Und ja, das ist jetzt das nächste Projekt, was ich machen will, dass ich mal ein bisschen Lagerfläche habe. So, jetzt habe ich meine Stütze. Ich habe jetzt meine Stütze geschweißt, alle, wo ich brauche. Das sind 3 Meter lang. Hier ist der Rest. Und einer ist jetzt anders gemacht.
Das ist Mittelträger, wo nachher in die Mitte reinkommt vorne, damit ich ein bisschen besser vorbeifahren kann und nicht direkt auf die Schraube drauf fahre, wenn ich von vorne nach hinten reinfahre. So, das nächste ist jetzt bei mir, wo ich wahrscheinlich anfange mit dem hier, weil der an die Rückseite nachkommt, wo ich erstmal die Rückseite ein bisschen sauber mache und dann anfange zum Streichen, und bei den anderen auch die, wo die Hände jetzt da an die Wand nachkommt. Weil da komme ich nochmal nach zum Streichen und vorne lasse ich es mal roh. Weil wenn ich nachher den großen Träger aufmache, wenn ich Beschädigung mache, dass nicht gleich der Lack weg ist, dann streiche ich das lieber im Stand und koste besser abdecke ein bisschen. Also decke ich lieber den Boden ab und streiche es dann. So, das ist heute Sonntagsbeschäftigung. Maler, mein Leben. So, jetzt habe ich hier verputzt, wo nachher die Träger hinkommen. Die habe ich jetzt zum zweiten Mal gestrichen. Das sind die zwei Ausrückpfosten, wo links, rechts nachkommen. Hier haben wir auch noch, wo verarbeitet werden muss. Ja, das ist jetzt momentan der Stand. Wie es geschweißt wird, habe ich nicht gefilmt, glaube ich, weil man nicht sieht. Zwischen draußen meine Träger, meine lange, die auf ganz Länge nachkommen, 15 Meter. Da muss ich noch einen reinholen und streichen. Und das ist so das Tagesziel für heute. Mal die Streiche und vielleicht, wenn es da klappt, links, rechts montiere, dass ich vielleicht morgen den in der Mitte hochlupfen kann. Die lackierte Eisträger haben wir jetzt nachdübelt. Den Träger habe ich eine gestrichen, wo ich nicht mehr nachkomme nachher zu der Wand. Aber die sind alle gestrichen hinter der Wand. Und dann kommt jetzt als nächstes der Träger drauf. Das Hemmsteller war eigentlich schon ein bisschen kriminell, den 200 Kilo einer, aber ist eigentlich mit der Bobcat recht gut gegangen, muss ich sagen. Jetzt nur der Träger noch flupfen, das wurde jetzt noch ein bisschen Action.
So, gestern haben wir die Stütze montiert und unten festgemacht. Ölträger 200 Kilo, der obere, boah, muss groß schätzen, 1,2 Tonnen oder so. Also recht unendlich, das hochzumachen. Das sind wir dann mit zwei Maschinen, das sieht man ja im Video davor wahrscheinlich. Jetzt habe ich den langen Träger noch mal rein. Ich habe das einfach so gelöst, ich habe noch eine Achse gehabt, habe den fast ausgemittelt. Und dann habe ich die Hände, links sieht man den Waage, habe ich vorne draufgelegt und habe das Scher rangieren können in Halle, weil das ziemlich schwer ist, das Eizenpasse von der Länge her. Jetzt ist der vordere Teil auch dran. Jetzt als nächstes muss ich mal gucken, ob ich noch Stahl da habe. Dann wird es mit der Wand da noch oben verbunden, hinten und vorne. Und hier zwei. Und rüber zu einem, zum nächsten Träger möchte ich eine Verbindung noch machen. Weil zwischen den Dingern kommen ja Holzbalken rein, immer. Und Holzbalken biegt sich in der Mitte durch, also halt andersrum. Dass das nicht vielleicht sich rausschaffen kann, dass die rausrutscht. Ihr könnt auch die Holzbalken oben durchbohren und das Backsein machen. Mal gucken, vielleicht mal der O2 rein als Stabilisierung. Aber so sieht es jetzt eigentlich recht gut aus. Das war zwar ziemlich geeckt. Gestrichen wurde jetzt erst im Bauzustand, weil ich habe jetzt nur meine Hände gestrichen, wo einfach eben in der Farbe nochmal nachkommt zum Streichen. Jetzt habe ich die Träger oben, zweiter Anstrich, jetzt kommen noch die Stütze runter. Also gerade ordentlich Farbe, noch. Da habe ich jetzt 2 Euro nachgeleert von der Farbe, wo ich immer 144 Euro kostet. Also da kann man sich überlegen, ob man es vielleicht verzinkt. Na, jetzt habe ich es gestrichen, das Blau sieht schon geil aus. Holzbalken kommen, die wo nachher in die Eisenträger zwischeneinkommen. Die Wartezeit habe ich überbrückt mit einmal Verputzer außenrum. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht mit dem Licht. Dann habe ich einmal die 3 Meter Höhe, einmal ringsrum, das sind dann 189 Quadratmeter verputzt. Jetzt werde ich aber wahrscheinlich da wollen wir mit dem Gerüst noch verputzen und der Rest kommt erst oben dran, wo ich mir den Balken oben dann am Boden gemacht habe. Also vom Gerüstbau her jetzt, oder meine Abtrennung, sind jetzt die Holzbalken endlich kommen nach 14 Tagen und die wurde dann oben eingepasst. Jetzt habe ich die Hälfte schon mal oben, die habe ich nur mal so grob hochgelegt. Ich habe jetzt oben eine Nut gemacht und unten vom Balken Fasi zeigt es nachher noch. Die passt jetzt eigentlich super rein, super stabil, echt klasse. Man sieht ja die Rangordnung, wie das passt. Und dann, ich tue jetzt mal so, wie es passt, von der Mitte her immer meine 12 rein und dann tue ich es ausrichten und dann tue ich es von unten wahrscheinlich mit einer Spacks festschrauben. Aber ob jetzt da wirklich 48 Bohrungen nehmen, auch weiß ich auch nicht, vielleicht lasse ich immer einen mal aus. Und die Wandhalterung habe ich jetzt noch nachgemacht, wie man hier sieht. Dann habe ich den Träger nochmal verbunden mit der Wand, hinten auch. Hinten habe ich es von Händen her gemacht, dass die Balken sauber drin liegen. Dann habe ich jetzt die Sparre ausgespart. Ober 20 rein. Und der Fase hin wegen dem Träger, weil die Rundung drin ist. Und dann sind das schon ordentlich eine Trobe. Also sind das die letzten 3 und dann bin ich fertig und dann muss ich nur noch ausrichten von der Länge her. Und dann kommt die OSB drauf. Ganz einfach, links, rechts, Länge messen, gut ist, zwischen einschieben, klappt super.
Jetzt sind alle Balge oben. Und dann muss ich den Ausrichter. Dann kommt USB drauf. Und somit habe ich eigentlich meine Halle von 12 Meter auf 16 Meter Lagerfläche erweitert. Hier sieht man nochmal die Aussparung, wie das ist. Und hinter die Phase ist ein bisschen dunkel jetzt. Aber man sieht, der Balken ist fast eben. Und so passt es. Jetzt sieht es mal aus.